Vielen Dank, meine Herren, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Wir wollen heute mit Ihnen reden über bayerische Lebensart, über das Erbe der Wittelsbacher, über Chancengleichheit in Bayern und auch in Deutschland. Und natürlich auch die Frage, wozu Adel, der des Blutes oder der des Unternehmers, heute eigentlich noch verpflichtet. Prinz Luitpold, wir vermuten, aufgrund Ihrer Herkunft fühlt man sich eigentlich jeden Tag so ein bisschen wie ein König, oder? Nein, überhaupt nicht. Aber ich muss sagen, wie ein König zu fühlen, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Weil, ich meine, wie fühlt denn ein König tatsächlich? Ich glaube, dass die meisten in vieler Situation eher gequält waren. Denn sie haben einen Haufen Verantwortung gehabt. Und die Situation, dass sich ein König frei fühlte, war nicht so häufig. Das hat sich vielleicht ein Ludwig II. Dadurch erfüllt, dass er sich einfach frei gemacht hat. Aber damit hat er die Schwierigkeit gehabt, dass ihn dann die Leute nicht mehr verstanden haben. Aber die, die wirklich nah am Volk und regiert haben und in ihrem Land tätig waren, haben, glaube ich, ein ausgesprochen schwieriges Leben gehabt. Also wenn Sie Chef eines großen Unternehmens sind mit ein paar hunderttausend Mitarbeitern, geht es Ihnen nicht sehr viel anders. Genau so ist es. Sie sind rundum mit Leuten umgeben, haben einen durchgetakteten Zeitplan heute. Heute allzumal 7 Tage die Woche, 24 Stunden im Grunde genommen. Und sind im sehr engen Korsett, in dem sie sich wirklich frei bewegen können. Wenn ich nochmal zurückkommen darf auf das Leben als König oder als Prinz. Man stellt sich das ja so königlich vor. Wie war es denn für Sie als Prinz groß zu werden? Mussten Sie mithelfen zu Hause, Tisch decken, Spülmaschine ausräumen? Oder haben das Bedienstete? Wir haben einen ganz normalen Haushalt gehabt in einem Haus. Meine Eltern hatten ein Zimmer, ich hatte ein Zimmer und das war's. Und da musste man natürlich überall etwas mithelfen. Und ich meine, in der Schule, da merkt man es dann noch viel mehr. Sie kommen rein, der wird erst einmal erprobt, ist der noch ganz normal. Und das heißt, sie kriegen erst einmal Gegenwind. Ich hatte dann einen Schulwechsel, wie ich in der zweiten Jahr Grundschule war und in eine völlig andere Gegend, rüber nach Kaltenberg. Das ist dann schon an der Grenze zu Bayerisch-Schwaben. Der Kultusminister kam, er bekam eine neue Schule, ganz neu. Modernste Grundschule Bayerns, wieder 8 Klassen, ein Zimmer. Und der Kultusminister kam zur Abnahme und wir wurden vorgestellt, ich auch. Und dann haben sie mich nach dem Namen gefragt. Ich sage Luitpold. Und dann nochmal Luitpold. Und dann sagt der blöde Kerl, der weiß nicht einmal seinen eigenen Namen. Weil ich meine, also ich bin nie mit Familiennamen angeredet worden. Klar. Prinz von Bayern sagt keiner. Damit war das bei mir eigentlich kein Problem. Herr Professor Berger, mussten Sie sich auch schon in der Grundschule behaupten? Und hatten Sie einen Spitznamen damals als der Protestant in der Katholischen? Nein, mein Name eignet sich offensichtlich nicht als Spitzname. Also es gab mal ein paar, die versucht haben mit Rolli, das Kampf ging aber relativ schnell unter. Die blieben bei Roland am Ende. Mit dem Namen haben Sie auch noch während Ihres Studiums Ihr erstes Business gegründet. Eine Wäscherei, die am Ende 15 Mitarbeiter beschäftigte. Und die Sie dann zum Ende des Studiums verkauft haben, wenn die Angaben richtig sind, für 600.000 D-Mark. Also vom Hemdenwäscher zum beinahe Millionär. Wäre das heute noch zu schaffen für jeden? Na, für jeden nicht, aber es wäre mit Sicherheit zu schaffen. Im Gegenteil sind heute die Gelegenheiten sehr viel mehr. Allein wegen der Digitalisierung, das gibt unheimlich viele unternehmerische Chancen für alle möglichen Start-ups und es gab auch noch nie so viel. Wir dürfen eins nicht vergessen, Prinz Luitpold, Sie sind ja nicht nur Spross des Hauses Wittelsbach, sondern Sie sind auch ein ganz großer Unternehmer des Hauses Wittelsbach. Ein kleiner Unternehmer. Sie haben, ja, aber Chef der Porzellanmanufaktur Nymphenburg und Inhaber der König-Ludwig-Schloss-Brauerei Kaltenberg. Wie sehen Sie das, Prinz Luitpold, mit der Chancengleichheit heutzutage? Vielleicht sogar eine Egalisierung durch die Digitalisierung? Wissen Sie, ich meine, der Gleichheitssatz wird unter Juristen beschrieben, jeder ist in seiner Ungleichheit gleich. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ich glaube, man kann, heute haben eigentlich jeder große Chancen. Ich glaube, es hat noch nie so viel Chancengleichheit gegeben wie heute. Aber nicht jeder Mensch ist gleich. Aber es ist ja Statistik relativ klar, dass in keinem Land der Welt die Zukunft von Kindern so stark durch die soziale Herkunft des Elternhauses bestimmt wird. Prinz Luitpold, wenn auch nicht unbedingt schon der ökonomische Erfolg, aber zumindest das Ansehen wurde Ihnen qua Ihrer Herkunft, qua Ihres Namens ein Stück weit in die Wiege gelegt. Haben Sie das auch einmal als Bürde erlebt, so einen Namen tragen zu müssen? Häufig. Ich meine, Sie lernen sehr früh positiv wie negativ, was Diskriminierungen sind. Ich meine, stellen Sie sich vor, in den 60er Jahren, da waren ja die berühmten Studentenunruhen, 68,
wenn Sie da mit dem Namen einen kommunistischen Lehrer erwischen. Also mit grünem Pullover und roten Schal. Und dann gibt es dann schon klassenkämpferische Lehrer, ja, die dann versuchen zu sagen, der kriegt jetzt mal gar keine Bildung. Aber den müssen wir durchschmeißen. Und dann haben sie wieder andere, die sagen, aber großartige königliche Hoheit. Also sie kriegen dieses Extrem. Oder sie kommen an die Grenze und geben ihren Pass an die Grenze. An der DDR zum Beispiel. Und der schaut den Pass an und dann sagt, fahren Sie mal an die Seite. Ja, dann sterne ich an der Seite. Habe eine Stunde gewartet, und eine Stunde kommt er wieder. Habe ich mal gefragt, ob er, ja, bin ich da 8 Stunden gestanden. Nach 8 Stunden. Also, ja, ich auch öfter erlebt, als mein Name bekannt war in Deutschland. Da war ich ein Unmensch. Aber das sind so Sachen, die Situation hatte ich relativ häufig. Da lernt man aber auch drüber lachen. Und es ist dann auf der anderen Seite auch, glaube ich, eine ganz gute Schulung, dass man nicht alles so ernst nimmt und vielleicht eben auch mitfühlen kann, wie es jemandem geht, der jetzt mal wirklich ungerecht behandelt wird. Da ist man dann eigentlich schon bei so einem Stichwort Adel verpflichtet. Wenn Sie sagen, Sie haben dem Volk zu dienen, nicht andersherum. Ist das heute nur noch eine Floskel oder steckt für Sie mehr dahinter? Nein, nicht. Ich glaube, dass sich das unterscheidet in denen, die sich für einen Adel adoptieren lassen und sich dann schlecht aufführen, oder denen, die aus einer alten Familie kommen und damit eine Tradition, eine Verpflichtung, auch eine starke emotionale Bindung zu einer Tradition haben. Zu einem Land, zu Leuten, zu einer Region. Das ist eine ganz andere Situation. Und ich glaube, daraus lernt man auch ein gewisses Maß an Bescheidenheit. Nicht nur Adel verpflichtet ja, sondern auch Unternehmertum. Sie haben ja enorm viele Unternehmen beraten. Ging das auch in so eine ethische Richtung? Und wozu verpflichtet Unternehmertum? Ein Unternehmer hat die Hauptaufgabe, der Gesellschaft zu dienen, indem er gute Produkte oder Dienstleistungen innovativ und zu bestmöglichen Konditionen herstellt, indem er zweitens Arbeitsplätze schafft und er muss auch dafür sorgen, dass seine Kapitalgeber ordentlich entlohnt werden, sonst kriegt er nämlich keine mehr und kann das Unternehmen nicht betreiben. Jetzt kam so ein bisschen dieses Gegenspiel Old Economy, New Economy. Verstehen Sie sich dann eher noch so als Vertreter der Old Economy, auch mit den ethischen Ansprüchen? Naja, ich meine, die Produkte, mit denen ich zu tun habe, sind prinzipiell eher Old Economy. Very Old Economy. Very Old Economy? Das ist eine Herstellungsweise vor der Industrialisierung. Ja, es ist von 1747 und es ist die letzte Manufaktur, wo wirklich alles hier am Standort in Nymphenburg von Hand gemacht wird. Aber wenn man mal so die handwerkliche Leistung nimmt, also ich meine, wir haben uns das natürlich angeschaut, das ist ja wirklich beeindruckend, Sie sagen very old economy, aber so 250 Arbeitsstunden, die in so einem einzelnen Teller stecken können, der dann natürlich auch seinen Preis hat, vielleicht 2000 Euro kostet oder mehr, wer kauft einen solchen Teller und wer schätzt das wert? Aber wir haben hier in Nymphenburg 70 Mitarbeiter. So viele Menschen auf der Welt gibt es, dass man hochwertige Sachen anbieten kann, wenn man sich das traut. Und Sie, Herr Berger, gehören Sie zu den Menschen, die an sowas Freude haben? Haben Sie Nymphenburger Porzellan zu Hause? Ja, haben wir, aber schon länger. Zu wenig. Ja, mit Sicherheit. Man hat immer zu wenig von wirklich schönen und wertvollen Dingen. Lassen Sie uns noch ein bisschen über Bayern reden. Frau Merkel hat in einer Wahlkampfrede in Trudering, nicht bei dieser Bundestagswahl, sondern bei der vorletzten, mal gesagt, Zitat, ich komme immer gerne nach Bayern, weil Sie ja abends um 6 schon längere Zeit gemütlich beim Bier sitzen und trotzdem das Bundesland sind mit der besten Wirtschaftsleistung. Ja, sie meinte damit, glaube ich, so eine gewisse Gemütlichkeit, so eine gewisse Lebenseinstellung, eine bayerische Lebensart. Die ist hier sicher gegeben. Ich meine, ich glaube, dass zu einem gesunden Staatsbewusstsein auch eine gewisse Gelassenheit gehört. Und das kann man sehr viel leichter haben, wenn man in einem Land ist, in dem man sich wohlfühlt, in dem man sich sicher fühlt, in dem die Leute verwurzelt sind. Und das ist etwas, das ist das Glück, das wir hier gehabt haben, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg auf der richtigen Seite waren. Prinz Luitpold wie ich gehören einer ganz glücklichen Generation an. Bei uns ging es 70 Jahre lang bergauf. Nur aufwärts. Ich habe meine speziellen Lebenserfahrungen als Kind. Wir hatten alle 6 Wochen die Gestapo im Haus. Mein Vater war dann irgendwann eingesperrt. Und ich meine, ich weiß, Ihre Familie ähnlich, ist viel besser. Als Kind sind sie ja durch nichts zu erschüttern. Aber wenn die Eltern Angst haben, dann merken sie das natürlich. Das ist ja auch ein Grund, warum ich mit meiner Stiftung unter anderem
den Menschenwürdepreis vergebe an irgendwelche Menschen, die sich für Freiheit und Toleranz und unsere Menschenrechte und Werte weltweit engagieren. Wenn Sie manchmal so die europäischen Nachbarländer sich anschauen, wo das Königtum nach wie vor sitzt, ob Belgien, Dänemark, Spanien, gibt es da nie mal ein bisschen auch Sehnsucht? Auch wäre auch ganz schön. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass bei einem Staatssystem die Gewaltenteilung funktioniert und die inneren Kontrollsysteme funktionieren. Der Rechtsstaat ist das. Und das ist der Rechtsstaat. Der Rechtsstaat. Aber es hängt natürlich sehr stark vom Beruf des Königshauses ab. Absolut. Aber wenn Sie die Tradition in Anführungsstrichen verkaufen können, dann können Sie, glaube ich, marketingmäßig für ein Land unheimlich viel tun. Und ich denke, das hat keiner besser gemacht als die Windsors. Absolut. Allein die Rechte an den Übertragungen von, die Fernsehrechte an den Übertragungen von Events der königlichen Familie bringen mehr Geld ein, wie die gesamte Haushalt der königlichen Familie Englands kostet. Also die arbeiten gratis. Naja, für uns ein ewiges Rätsel, Prinz Leopold, warum eigentlich in unseren ach so demokratischen Zeiten immer noch jedes Mädchen davon träumt, einmal Prinzessin zu sein. Verraten Sie uns, was hat Ihre eigene Frau denn dazu gesagt, als Sie um Ihre Hand angehalten haben? Endlich Prinzessin? Nein. Was hat das sie gesagt? Das glaube ich auch nicht. Nein, was hat sie gesagt? Das ist viel zu rational. Ja, was hat sie denn gesagt? Ja. Sorry, das ist egal? Ja. Ja. Das kann ich mir auch nicht anders vorstellen. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Nein. Nochmal ganz herzlichen Dank dafür an Sie beide, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Ja, vielen Dank. Vielen Dank Ihnen. Herzlichen Dank Ihnen.